Hallo, hier bei Karos Lego. Es geht weiter mit den gelben flinken Flitzern, wie auch immer. Ich werde es mir nie merken, ob gelbe oder flinke Flitzer. Auf jeden Fall sind sie gelb und flink. Wir hatten ja erst den Hubschrauber, jetzt haben wir hier ein kleines Bötchen, so eine Art, ja, so ein bisschen Katamaran-mäßig gestaltet, aber dann hier hinten irgendwie auch nicht. Wir können hier aufmachen, wir könnten auch hier eine Figur wieder reinsetzen. Hier ist sogar so eine Art Lenkrad dargestellt mit einer Radfelge. Hier natürlich wieder diese Anzeige. Machen wir wieder zu. Und ja, ist ein schnittiges Boot. Leider kann ich zu den Booten gar nicht so viel sagen, weil ich von Booten überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich finde den Motor hier schön. Das ist interessant gemacht mit Technikelementen, wie der Motor hier so in zwei Richtungen aussteht. Hier die zwei Lampen natürlich. Positionslichter gab es auch irgendwo. Ach hier, genau. Hier ist rot, hier drüben ist grün, wie sich das gehört. So, hier hinten dann der Propeller. Und nicht wundern, weil ich mal kurz leise bin. Ich schaue immer, weil hier in der Gegend, wo ich jetzt wohne, ab und zu Flugzeuge vorbeifliegen. Ich mag ja Flugzeuge, hatte ich ja, glaube ich, erwähnt. Wie gesagt, hier Propeller. Propeller dreht sich. Hier, genau hier drin sieht man dann schön, wie das funktioniert mit diesen Technik-Sachen. Hier hinten noch ein paar von diesen schrägen Elementen. Gut, das Rot passt jetzt hier nicht so ganz. Hier sind auch generell die Farben ein bisschen wilder durcheinander. Aber ich sag gern, irgendwas ist immer. Und ja, ist aber ein hübsches Boot. Es hat keine Rollen übrigens unten. Also man kann es höchstens über den Tisch schleifen oder mit der Hand gleiten lassen. Es gibt ja auch Lego-Boote, die haben Rollen unten, wo dann zum Beispiel der Propeller hinten angetrieben wird, obwohl es ja hier dann eine Schiffsschraube ist. Genau, aber schön, dass hier die Möglichkeit besteht, aus einem Hubschrauber auch ein Auto und hier eben so ein Boot zu bauen. Das gefällt mir gut, die Idee. Finde ich schön. Ist wieder so richtig kreativ. Wie gesagt, ist ja von 2014, schon ein bisschen länger her, dass das erschienen ist, aber ich finde es trotzdem cool. Dann würde ich sagen, ja, leider fällt mir nicht mehr zum Boot ein. Zeige ich euch als nächstes das Auto. Und das Auto baue ich dann jetzt. Erst ein Boot auseinanderbauen natürlich. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Carlos Lego. Bis denne und tschüss.